Was war das? Ja, da war was. Stefan? Ja? Was denn? Oh, haben noch die Stück fest. Alles gut. Hätte ich die wieder elegant befreien müssen, wie vorher. Ja. Aber dort geht's doch weiter. Da ist so viel bei mir. Ja, ich käme. Also wirklich jetzt. Zum Glück habe ich einen Helm auf. Ich hab, glaube ich, ein Geheimnis entdeckt. Das hat noch nie zuvor jemand entdeckt. Das kann sein, ja. Nein, ich bin runter. Nein, ich bin noch nicht mal ganz runtergefallen. Ich lebe noch. Immer trotzdem, ne? Beinbrecher. Bist drinnen? Ja. Brennt doch irgendeine Maschine. Ja, das schaut auch so aus wie Pumpen und so sind da. Geh einmal links rum. Darüber, oder? Ja, auf die Pumpe, genau. Bei den anderen. Achso, ich bin am oben. Ach so. Aber ich weiß auch nicht, was da. Da kommt man darüber. Uah. Ah. Ja, das ist Ah. ein bisschen rutschig. Kann man halt überall reinschauen, gell? Kloing. Was tust du? Gizmo ist bei mir. Achso. Kann man das da dran? Aber da ist ein roter Faden dran. Ja, schau mal für unten. Moment, da unten. Ja, eben. Na, da kommen wir nicht. Nein. Das schaut schon irgendwie komisch aus. Jetzt, wenn es so schaut wie du, ja. Ja, ich sehe gar nichts. Ah, da kommt man noch hoch. Überrollt wurden. Oh. Ah. Ist da drüben irgendwas drin? Interessant. Ich bin überrollt worden. Da ist ein Haken.
Da ist eine Tür, aber die geht von da nicht auf. Nein, ich glaube, wir müssen da einfach von unten rein. Ach, ich bin jetzt in dem Haus, die Gebäude da drin. Da habe ich die Tür aufgemacht. Ich bin jetzt da bei der Abrissbirne. Schau, beim Fenster. Hallo. Siehst du mich? Ja. Du bist runtergefallen, habe ich gesehen. Aber ich kann da sonst gerade nichts machen. Die Tür muss aufgehen oder so. Den Haken, kannst du den Haken irgendwie betätigen da? Nein, da ist kein Schalter, gar nichts. Ich sage, wir sind da falsch, wir müssen in die andere Richtung gehen. Oh, da ist ein Glas, ja. Wie wird das Lander da drüber? Oh, oder unten durch? Genau. Ah, 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 ah. Okay, okay. Ich bin drüben, schau. Ah, ah du. Okay, ich hüpfe jetzt runter. Bei dir ist der Hebel drüben. Schau mal, habt ihr die Tür aufgemacht? Also müssen wir in die Richtung. Hä, wie soll denn das gehen? Und ich sagte, wir haben da jetzt einen komplett falschen Weg. Ja, wir haben voll viel übersprungen. Wir sind gut. Da, achso. Schau mal, wie am Hebel hängt. Ich kann den Hebel nicht mehr in die andere Richtung tun. Ja, ich krieg nicht einmal die Kisten da gerade hoch. Aber wenn ich loslasse, dann. So. Schau mal. Ja? Wenn ich loslasse, fall ich auf. Kannst du mich da irgendwie so raufziehen? Ah, wirklich, cool. Oh. Das Geräusch. Ja, aber da kann ja trotzdem nur einer rüber. Nein, nein. Wenn wir es in die richtige Reihenfolge gemacht hätten, nicht. Wieso? Da war ein bisschen nach rechts rüber, das Ding. Was soll denn dann anders sein? Warte, lass, stopp, stopp, stopp. Ein bisschen noch. Aber das. Na. Das machst du, du kommst von da drüber. Schau, schaut so weit ja aus von da. Okay. Jetzt schon. Nein! Stefan? Hilfe? Hängst du da unten? Ja! Schau das Geschenkspackerl! Erwischst du mich? Mei, du bist so blöd! Naja, wie? Ja, wenn du die hochziehen kannst, dann kann ich dir ein bisschen. Ich bin schon ganz hochgezogen. Ja, dann geht's nicht, ne? Stefan! Warte, ich kann vielleicht was runterwerfen.
Ich kann mich nicht halten. Doch, das geht noch. Was, ich hab da wirklich was. Ich mag es jetzt voll schnell. Los, los. Ja? Okay. Das irgendwie greifen? Ja, ich hab's! Okay, warte, lass die los. Oh Gott. Oh oh. Oh Gott, Stefan! Oh oh. Zieh mich hoch! Ja, mit einer Hand halten wir am Boden fest, dass wir selber nicht runterziehen. Mit der anderen halte ich das Ding fest. Du müsstest jetzt irgendwie mit links und rechts halt, ne? Schaukeln? Ja. Nein. Rechte Hand loslassen, dann bist du weiter oben. Ja, aber ich komme ja nicht weiter hoch, es geht ja nicht. Du kannst schwingen ein bisschen. Ich greife ja nur weiter drunter wie ich. Oh oh. Ich glaub, das. Ich lass los! Dann fahren wir jetzt beide runterfliegen. Naja, ich komm ja nicht mehr hoch. Kein Entkommen hab ich gekriegt. Jetzt bin ich wieder woanders. Oh, jetzt bin ich da. Ich glaub, das ist ganz gut. Wo bist du? That wall place. To block your journey, naturally rock solid. Okay. Was liest du? Da ist so, die steht, ist nicht so stabil, die Mauer, die können wir. Oh! Oh, jetzt bin ich da. Ich hab Glassplittern gehört. Ja, yes, wo ich? Ah, ich bin jetzt da! Oh, schau mal, ich kann die Felsen da gegen die Wand. Achso, nein, kannst nicht schauen. Ich bin. Komm ich da hoch? Okay. Ich hab gerade einen Felsen, mit dem hau ich immer wieder auf die Wand. Ah, geht's auf, die Wand? Die kriegt den, ja. Ich bin da bei der Abrissbirne. Ja, da war ich vorher. Das ist, glaube ich, der normale Weg eigentlich. Aber da kommt man ja. Das ist auch nicht unbedingt hoch. Oh. So meinst du mit Schwingen? Oh! Servus! Was? Servus! Oh, hallo! Achso, ja gut. Sollen wir ja beide da? Ich hab den Zug gegen die Wand fahren lassen. Schau mal, ob ich da rüberkomme. Hey, was tust du? Ja, das war nicht auf. Oh! Oh. Bin wieder da. Wie bist du da jetzt denn durch? Du hast einfach mit den Steinen da dagegen gehauen. Ich hab einfach die Wand eingehauen. Ja. Ach so, da hast du den Tipp gekriegt, okay. Schade, den habe ich vorher nicht gekriegt, wie da war. Ich hab das Ding aufgehoben. Ich hab auch die Steine aufgehoben und so. Ah, sind wir eh richtig. Ich bin mich da rüber gekupft schon vorher. Aha. Wir sind da nicht richtig. Und hab dann da das Glas eingeschlagen. Wir machen es in der verkehrten Richtung zum Teil. Na wieso? Da wo du jetzt gerade warst mit Stor, das kannst du nur von der Richtung machen. Vorher, wie wir den richtigen Weg gegangen sind. Ja. Da war ein Kran gewesen, mit dem wir Wand einhauen. Ja, aber überlege mal, da wo du jetzt warst, das kannst du nur von der Richtung machen. Na, das haben wir nur hinkommen, weil wir die andere Richtung gegangen sind. Na, die Wand mit dem Stor einhauen und so. Stimmt eigentlich. Ja, das meine ich ja. Ach so, von da komme ich jetzt darüber. Okay. Huah! Na, von da, da war ich schon. Ja, was mit der Birne? Ich probier's runterwerfen. Ja, mach ich. Ja. Schaut gut aus, schaut gut aus.
Dann geht das Gelbe hoch, ja genau. Und jetzt kennt er... Und jetzt hat er den Kissen da oben durch. Ah, na, der ist schon wieder müde. Sehr richtig, was man dann. Ich bin mir nicht sicher, ob das. Echt? Ich weiß nicht, ich für... Ja, das ist schon. Tschüss. Ja, zirk, zirk, zirk. Oh Gott. Schaffst du, Stefan? Ich weiß nicht, aber das Ding ist ganz entspannend irgendwie. Ich fahr die. Overcooked. Das Overcooked? Ist eigentlich recht entspannend. Warum redest du jetzt von Overcooked? Ja, weil Overcooked nur entspannender ist als wie das da. Ach so. Halt die gut fest, es wackelt. Oh Gott. Ah. Was tust du? Ich glaube, du kannst loslassen. Passt so das Gefühl. Ah, da oben ist eine Kiste. Ja, das musst du alleine auch schaffen können. Ah, wir brauchen die Kisten von da oben. Ah, das ist zum Schwingen. Ist das richtig? Ja, wir brauchen die Kisten von da oben. Ja, darf die. Du musst die da schwingen. Ja, aber wie komme ich da rauf? Auf die Plattform. Oder muss ich die weiter rüber da? Oder geht es aus? Ihr kennt es von da nicht. Boah, da wird mir schwindelig. Ja, und jetzt? Links von dir. Oh Gott. Mhm. Ja, aber und dann weiter? Ja, das ist der einzige Weg, den ich sehe. Schauen wir mal, auf was passiert. Weg da! Oh! Ich hab da nur einen Weg. Tschüss! Scheiße. Was ist das? Ja! Oh! Ja, ja, so geht das. Ich hab da jetzt einen Hebel, der eine Tür aufmacht. Ich weiß nicht, wie man das... Ich glaube, du bist jetzt aber falsch. Ja, aber wie bin ich da hergekommen? Ja, du bist irgendwo runtergekupft. Ja, aber ich komme ja nicht mehr raus. Oh Gott! Ich hab da jetzt gerade nur einen Hebel. Und was macht der? Der macht die Tür auf, aber sobald ich halt loslasse, ist wieder zu. Dann hupf einfach irgendwo runter. Ja, ich kann nicht. Einfach nur Raum, oder was? Ja. Ich hab da kein... Da ist eine Tür, aber die kann ich von der Seite scheinbar nicht aufmachen. Ah, ich seh die. Also die Tür... Tür sieg ich. Warte, vielleicht komme ich gleich zur Tür. Scheiße! Na, na! Oh, oh. Ja, ist es vielleicht so ein Timer, dass du es vielleicht schaffst? Ich komme da nicht hoch. Achso.
It's not ganz möglich. It's not ganz möglich? Nein. Ach, die schwingt. Jetzt sehe ich es bei dir. Ey, cool, hast du es geschafft. Das ist ja witzig. Jetzt wird's aber erst interessant. Vor allem. Du musst das jetzt auf das schwingende Teil drauf da, ne? Ja. Oh, das ist jetzt ganz gut gegangen. Aber ich weiß nicht, ob das runterfliegt. Nice, schau! Ach, ich kann die Pfosten einfach wegreißen da. Ja, das haben wir schon doch, weil ich glaube, es gibt in jedem Raum, dass du irgendwie rauskommst. Ich glaube nicht, dass da gar kein richtig und falsch gibt da. Doch. Glaube ich nicht. Die haben alles falsch gemacht. Mm-mm. Okay. Und jetzt mache ich nur einen Superschmäh. Nein, jetzt kommt der Superschmäh. Ich habe jetzt einfach so einen Pfosten genommen. Ja. Und habe den hinter den Hebel reingeworfen, dass der immer den Hebel nach unten drückt. Ah ja. Hehe. Ah, bin ich gescheit. Bist super gescheit, jo. Toll, jetzt bin ich bei der Tür, die wir vorher übersprungen haben. Aber dann kommst du her wieder. Ja, wow. Scheiße. Jetzt bin ich wieder da, wo ich mit dem Felsen die Wand eingekaut habe. Ah, okay. Kann ich das kaputt machen. Dann warte ich da. Ihr habt das schon vorbereitet für uns. So. Oh nein, jetzt ist die Rampe mal oben. Mhm. Ja, die gelbe Rampe, wo wir vorher rüber sind. Die ist ja jetzt oben, weil du die Kugel runtergeworfen hast. Ja, dann hau die jetzt obi, dann kommst du zu mir. Ah ja, stimmt. Ja, ist gerade passiert. Ah. Boah, jetzt hätte ich fast getroffen. Ja. Ah. Ach so. Gerne. Na, jetzt sind wir da oben, oder was? Wo wir vorher am Herkraxelt sind. Na? Ich komm da nicht so nicht hoch. Jetzt. Na, ist nicht das, ist nicht das. Okay. Ich glaube, ich kann den einfach rausziehen. Es ist das so ein Schwingeding. Aber die Tür ist zu. Oh. Ah, den Hebel da unten. Aber ich hab das nicht einschlagen können. Ah! Ah, hau das Ding runter von oben. Schwierig. Hm.
du die. Ja, die das Fick ist nicht so einfach. Stefan! Ja? Schau, was ich in der Hand hab! Ja! Schau, schaust lustig aus! Oh mein Gott! Okay. Ah, es geht sehr von da aus. Ja, ja. Was, vielleicht hab ich auch noch Platz. Ich weiß. Oh, hallo! Sorry! Ich mag auch mitschwingen. Wow! Nein, ich komme nicht einmal auf das Teil. Oh! Ah, okay, Gott sei Dank. Ja, was ist da das Ziel, bitte? Ja, das Ziel, Benno, ist, dass man immer das Level schafft. Oft sind halt einfach so mit so Rätsel lösen und so. Du musst einfach durchs Level kommen. Ja, irgendwie zum Ausgang kommen. Ja. Ich hab da einen Stein. Oh, hau da dagegen. Und ich hab ein Schloss. Das schaut mir echt so komisch aus. Kaputt. Hau mal gegen die Steine davon. Die schauen so auffällig aus. Wow! Oh. Okay. Na gut. Ich hab das Tor geöffnet. Danke. Ah, da kommen wieder die Gitter. Ah, das haben wir schon rausgekriegt. Aber da sind nur Stiegen. Und da. Ah. Nein, nicht rausziehen. Ja, wollte ja nicht. Und andere Seiten? Ja, okay, genau. Genau so geht ja, das. So schaut. Was ist los? So. Aber schauen, was da oben ist. Ah, da könnte man sich sicher Brücke oder so abbauen. Und dann darüber. So. Oder? Ups, geht sich das aus? Ah. Pass auf. Hua. Ja? Na? Ich schwinge einfach rüber. Mhm. Hier! Ja, ich warte. Ja, zieh sie doch einfach auf hier und hupf dann rüber. Ach so, ja stimmt. Gang da wahrscheinlich. So! So, tschüss! Aber jetzt sind wir nicht durchs Gitter. Ja, durchs Gitter kannst du da gehen. Ja, ich gehe woanders hin. Na. Doch? Na. Stonehenge! Oh. Ich hab so von der Japaner. Das ist ziemlich schwierig. Die Steuerung ist echt, ja. Schwierig. Soll ich die schießen? Ich weiß nicht, ich glaube, man sollte eher den Storn rein, oder? Aber das kann auch sein.
Aber du kannst die ja dazu setzen. Nein, ich schau erst, wo der Storchel fliegt. Raus, vielleicht gefallen. Nice. Und Feuer! Attacke! Sollen wir da nur anschließen? Ich glaube, das reicht schon. Ich kann das nicht aufbauen. Da ist ein Loch unten in der Mauer-Ding. Ja, geh rüber! So, machen wir das da auf. So. Ja, Smoothen schaut schon so funny aus. Ja, zum Zuschauen ist vielleicht witzig. Ich hab einen Zauberstab. Oh. Ich schieß mir jetzt den Katapult los. Ich weiß, was zu tun ist. Ich kann das nicht selber auslösen. Oder? Alter, ist das cool. Hab ich's geschafft? Nein. Wow! Hallo? Entschuldigung, dass ich da vielleicht mal aufmache. Mit dem Katapult am Frühmarkt geschossen. Ja, voll cool. So cool, da gibt es so viele Wege, was man. Okay, das Tor geht nicht auf. Das geht auf. Na. Doch, oh. Es bewegt sich ja. So, da ist was dahinter, glaube ich. Drauf aus dann. Aus der Bar! Ja, ja, ja! Aus der Bar! Ja! Ich glaube, ihr müssen zu hoch! Über dir! Nein, wir rammen das auf! Nein! Ich kann es nicht lenken. Ja, weil ich zu schwer war. Grad, ja, ja, ja. Ah, jetzt und Vollgas, voll, na, links. Ja. Boah. Ja. Schirp! Warte, die Hüfte. Es ist halt sehr schwer zum geradeausgehen. So. Okay, und vorwärts. Geronimo! Aber scheiß, drückt's auf, es geht. Ja, aber das habe ich vorher auch geschafft. Ich glaube, das geht nicht weiter. Doch! Mehr Anlauf. Okay. Los! Oh. Nicht lenken! Ich lenk ja gar nicht! Hey, was ist da drin? Achso, nix. Geht, sagst du, das geht. Ich glaub eher, dass das für da zum Hochhupfen ist. Ah! Oh, schau mal, da kommt man rein! Ins Fenster! Bei dem Fenster? Wow. Oh, ich glaub, da ist nix. Oh. Das bin ich! Ich glaub, das ist irgendwie komisch. Oh, tschüss! Ja, okay. Also, ich glaub. Wir müssen einfach da
Buch. Oder... Da ist auch eine Treppen hoch. Ja, da war ich schon oben, da ist nichts. Der war Brecheisen. Ja, mit dem habe ich schon versucht, das Ding aufmachen. Vielleicht irgendwie da durchschieben oder so. Sadala. Ich glaube, der Eti ist richtiger. Kommen Sie, kommen Sie! Das ist nicht so einfach, wenn der voll besoffen ist. Na, hinter dir! Kommen Sie! Wie hast du das jetzt aufgemacht? Ich bin über die Mauer gekupft. Ach so. Ey, da oben drüber einfach. Ja, machen. Ja. Ja, hab ich geschafft. Ah, aber in das Fenster da. Die Tür da oben habe ich noch nicht geschaut. Ich geh jetzt. Erstmal. Nochmal hoch. Auch durchs Fenster. Guten Tag. Ich wohne hier. Na, bitte? Nein, keine Zeugen Jehovas. Das ist ein Ofen. Da machen Hexenverbrennungen. Ich glaube, ja, wir müssen mit dem Wahlrad da rein. Ich glaube, wir müssen einfach die Tür da oben aufmachen. Grüß Gott. Wo magst du denn dann hin mit dem Wagerl? Darüber. Ja, und dann? Dann wirst du einen Zauber erleben. Mhm. Wo muss ich hin? Ich bin falsch. Aha, bin jetzt nur auf der Burg, den da oben. Vielleicht da rüber, ob sie es ausgeht. Ich glaube, ich habe was gesehen. Ich glaube, ja. Ja, genau, das habe ich auch gerade gesehen. Bin mir nicht sicher, ob man von da, wo ich gerade war, in das Loch in der Wand reinhupfen kann. Wie das ausgeht. Hoppla. Es wird schwierig, glaube ich. Hä? Das geht sich doch nicht aus. Schaffst du da nicht drüber hopfen? Das muss gehen. Ja! Oh! Oh! Und gleich loslassen, wenn du dann drüben bist. Ja, ich schaff's nicht einmal wieder fest. Na, wenn's. Ja, schon, das geht schon. Na? Doch. Nein, das ist nicht möglich. Ach, geil. Bist du einfach umgekupft? Einfach. Geh ganz rechts. Auf die hohe Kanten, dass du hoch oben bist. Ja. So, also ein bisschen höher ist. Ja! Loslassen! Oh, schnell, der Wand festhalten. Ja, voll. Ah.
Bist du da? Ja. Ich bin da, ja. Was war das? Es schaut halt so lustig aus, ich schwör. Ah, Benno. Boah, Benno. Hi, Benno. Das Spiel ist schwierig. Kreuzbruch. Aber ziemlich witzig. Es ist witzig, ja. Nein! Nein! Ah. Das ist so laufen, weil die Bewegungen ständig. Das ist so geil, ja. Aber ich kann das Tor aufmachen. Ja. Wie hast du nur das gemacht? Mit dem Stor da dagegen hauen? Ah, das Spiel, es macht echt Spaß, aber es ist sehr anstrengend. Es ist anstrengend, ja. Also jetzt so richtig lang kann man es nicht spielen, ne? Ja. So, also das Tor ist, war halt offen, falls... Ja. Das schaut so witzig aus. Los! Easy. Oh. Ah. Oh. So. 100er Baumeister. Ja. 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 Nein! Naja, das Tor ist ja offen. Ja. Okay, ich halte mir meinen eigenen Kopf fest. Sehr gut. Und weiter geht's. Du schaust immer so nach unten. Weil ich immer in die Häuser so reinschaue und wenn ich die Kamera nach unten tue, dann schaut das Mandala nach unten. Du rennst immer so. Ja, ich schaue halt auch immer so. Au. Oh. Oje. Ja, ich hab's auch schon gesehen. Ja. Aber was ist da? Für was braucht man den Wagen da? Weil du kannst ja nicht stehen bleiben oben. Das ist ja... Ob man da hochkommt? Bei der so wogelt? Ah, schau mal! Da kommt man da hoch! Achso, da ist ja viel zu hoch da oben. Nee. Ah, der muss da her, Stefan. Ja. Oh, ja. Ja, du darfst nie stehen bleiben, du musst immer gleich weiterhupfen, weil sonst fliegst du runter. Aber es bringt eh nichts, wir müssen erst den Wagen da her. Da. Ah, doch? Ja. Ah, der gehört. Okay. Boah, schau, wie stark ich bin. Ja, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Oh, der fährt. Ah, der fährt so komisch. Sehr beeindruckend. Das ist ja übermenschliche Kraft. Leitens mir an, bin ich richtig? Ja. Weiter, weiter, weiter. Geht noch. Ja, aber was? Ach so, über den dann, ja. Weiter, weiter. Oh, weiter. Ja, bist da witzig. Ja, es müsste schon passen. Müsste schon passen. Aha, du willst mich absichtlich in mein Verderben stürzen. Na. Mei, trotzdem hab ich's geschafft.
Wenn der nicht immer so vogeln hat. Ja. Dieser Kliber Heini da. Der hat einfach zu viel Bier getrunken, das ist alles. Ja, typischer Bauarbeiter halt. Und ich bin halt ein Geschenkspacker, ja. Ja, wer sich so anklebt, der kann nicht ganz dicht sein. Das erklärt eh schon alles. Oh, ich bin du doch wunderschön. Na, schau. Mal jausen. Ein Bierkastel. Nein, mit dem muss man sich jetzt aber nicht an das Teil da hängen, oder? Gehen die Schmiede. Da muss man sich einhackeln, glaube ich. Aber in die Häuser ist nie was drin. Bis jetzt nicht, ne? Der Kopf nach vorn gesenkt. Ja, das da bin ich schneller. Da bin ich dann schneller. Ja. Das ist da wie bei Naruto. Die laufen einmal. Ja, genau. So. Ja. So, Stefan, jetzt wird's. Hey, hallo! Hallo, was machst du mit meinem Stecken? Die müssten das da einhaken. Oder? Also, glaube ich. Was? Ja, da, oder? Oh, das könnte sein, ja. Siehst du, fährt da noch viel? Aber schub's mich nicht. Ich seh das ja, aber nicht. Dran müssen wir es halt, sonst wird das nichts. Ja, fällt schon noch ein Stück, gell? Da muss man es ganz hinten nehmen. Ich mag, dass es runterfliegt. Ja, da musst du einen anderen Weg auch geben. Na, das geht so. Wow! Ja, ich hab's! Oh, voll gut. Ja. Das ist in deinem Zustand. Und ja, yeah. Oh, nein, ich fühle mich nicht bereit. Stefan! Und jetzt? Hä? Huh? Okay! Oh oh! War aber nicht ganz richtig. Du gehst auch mit dem Kopf nach unten. Tu nicht so. Los! Jetzt müssen wir das halt treffen, gell? Das ist ein bisschen schwierig. Los! Ja! Oh. Okay, ich schwing. Soll ich auf die warten? Na, schwing. Oh. Okay. Oh, wow. Du haust den Haken raus. Hey. Naja, ist nur drin. Bist du einfach normal abgekopft, oder? Ja. Juhu! Ah, okay. Nein! Hängst du? Ja. Was? Nicht wirklich. Also ich bin zum Teil unter Wasser. Nein, das geht nicht. Okay. Ab ist der doch. Cool. Ah, ja. Wozu ist dann der zweite Stopp da? Das haben wir auch gerade gefragt. Ah, fürs Breder runterholen vielleicht da oben. Und wo, na, wozu ist dann die Mühle? Da müssen wir einfach retten. Ah, da fühle ich mich wohl. Passiert was? Oh. Okay. Eichmensch! Aber passiert da was? Wenn ich da fahre? Dreh da mal. In die andere Richtung, ob es wieder hochzieht. Achso, du bist noch drunter. Kurz Hamsterradl, oder? Geht's? Nein, ich bin eh schon raus, passt schon. Aber rät sie was? Ja, der Felsen da geht hoch. Irgendwie geht's jetzt nicht mehr. Na, weil der Felsen am Boden liegt. Achso. Muss die andere Richtung. Ja, stell dich gleich auf, oder? Ja, ich muss ja alleine auch gehen, eigentlich.
Ja, dann bis zur Hälfte. So? Oder nur mehr? Was? Oh nein! Oh. Ah doch, Gäffelsbredel. Ich glaube, mein ich auch. Ich denke schon.